Der fällt gleich ins Wasser. Schnuckis, was geht? Ich grüße euch von Herzen, hoffe, es geht euch gut. Oh. Oh, wir sind total gerädert von der Hochzeit. Und haben irgendwie bis 1:30 gepennt. Was? Ja klar. 12. Wow! Wow. Komm Moritz, wir gehen ins Wasser. Das hinter mir ist der Moritz. Der Moritz ist mein Neffe und der guckt jedes Video und immer, wenn er hier ist, sagt er, ey, ich will auch in so ein YouTube-Video mit rein. Ich will auch in so ein YouTube-Video mit rein. Ne? Ja. Ja. Rein ins Wasser mit dir, Junge! Jawohl! Jawohl! Das sieht aber schön aus. Schatz, Schatz. Nein. Ja, Moritz. Hey, hey, hey! Was packen wir? Ist das oben? Du Luder! Jetzt bin ich ja Chef! Was wollt ihr? Der fällt gleich ins Wasser. Ja, du bist hier nicht die Fall. Ja. Geh lieber am Grund. Nein. Alle happy. Sagst du? Ich wollte noch drei Freunde von mir grüßen. Los. Einmal den David Barusch, den Linus Wichtel und den Fabian Glockner. Kriegst du sie nicht aus? Kannst du mal ausdrücken. Soll ich ziehen? Den anderen auch. Wann hat das letzte Mal Wasser in den Schuhen, Moritz? Oh, länger her. Wasser in den Schuhen, Brennnesselstiche, was gibt's Schöneres, ne? Ja, ich kann das gar nicht oft genug sagen, Leute, ne? Aber wie traumhaft schön ist es hier eigentlich? Ha? Wie traumhaft schön ist es eigentlich in Deutschland? Gebt euch das mal. Hammer. Ja, ohne Worte, mehr braucht man gar nicht. Was heißt, mehr braucht man gar nicht? Gottverdammtes Paradies hier. Und vor allem auch für den Moritz. So einfach mal rausgehen, in den Fluss springen, ein bisschen Scheiße bauen, nicht vorm Computer sitzen, zu Hause hängen und diesen ganzen Kram halten, sondern einfach mal rausgehen.
und die Sachen erleben, die man sonst nur bei YouTube sieht. Grüß dich, Bobby, ich bin's, Jörg. Jo, grüß dich, mein Lieber. Na, wie geht's dir? Gut, gut, bei dir? Auch gut, schön, dich zu hören. Ja, das ist schön. Ja, ist viel zu tun? Ja, ein bisschen habe ich das drin, mein Lieber. Oh, hast du trotzdem Zeit, uns was zu essen zu machen? Ja, normal, mein Lieber. Für dich immer, ganze Sendezeit. Schön. Wie lange ich lebe. wird aber ein bisschen größere Bestellung, ist okay? Ja, ist kein Problem. Okay, dann pass mal auf. Alles klar, bis dann. Ich gebe meine Beste, okay? Danke dir, ciao. Danke, bis lange, ciao. Super. Voll wenig heute, ne? Das ist wieder. Hast du es gesehen, das letzte Video, Alter? Ist das alles schon? Ja, ja. Guck mal, ich habe für den Bobby eine Kleinigkeit, ne? Okay. Guck mal, ich habe den Bobby gekauft. Ja, ich guck mal dann, ne? Und? Ja, der hat sich totgelacht. Ey, mach's gut. Danke. Lass euch gut schmecken, ja? Ich danke dir von Herzen. Wir sehen uns auf jeden Fall. Und grüß die Hühner. Mach. Ciao. Fahr vorsichtig. Ah, ich habe keinen Bock nach Köln zu fahren jetzt. Gesundheit. Ciao, mein Schatz. Ciao, ihr zwei. Ciao. Oh. Oh, heute ist mir der Abschied von Nathalie und Kuba sehr, sehr schwer gefallen. Ja. Ja, aber eigentlich ein schönes Zeichen. Wir sind jetzt fast 4 Jahre zusammen und schön, wenn das einem noch so schwer fällt, sich voneinander zu verabschieden. Irgendwie ja schön. Ich bin gut in Köln angekommen. Es ist jetzt 1:15 und ich muss um 6 aufstehen. Also ich muss um 5 Stunden raus und ich habe morgen einen richtig brutalen Arbeitstag. Also ich habe sehr viel zu tun und ich muss jetzt nochmal in meinen Text gucken für morgen. Aber ich fahre sehr gerne so spät, falls ihr euch jetzt denkt, ey, wenn du weißt, du musst morgen so früh raus. Wieso fährst du denn nicht früher nach Köln? Ich fahre lieber später. Erstens, weil es mir oft extrem schwer fällt, zu Hause wegzufahren von meinen Liebsten. Da will man dann so lange wie möglich bei denen bleiben. Und der zweite Grund ist, umso später ich fahre, umso leerer ist die Autobahn und umso mehr Spaß macht es eigentlich zu fahren. Und umso entspannter ist es letzten Endes auch.